Gerade die Hauptstory weiter. Schildgenerator, ja, ich bin. Oh, diese Steuerung. Leck mich am Arsch. Na, danke. Die habe ich nicht vermisst. Sowieso nicht wundern, ich werde dann den Planeten kurz verlassen, um 2-3 Raumkämpfe mit der neuen Ausrüstung zu machen. Ja, ich mach das. Hin. Zweiten Grades, die ist dritten Grades, also tauschen wir die aus. Was war das? Was war die Schwertschutz und die neuen? Bösartiger Wurf, wirft das Hauptherd Lichtschwert. Ach so. Wütender Ausbruch. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Yep. Was auch immer das war. Wütender Ausbruch 3. Bösartiger Wurf, Schwertschutz, Machtwürgen, Auslöschen, springt zu deinem Ziel, verursache so und so viel Damage. Greift das Ziel mit einem starken Salve aus Machtenergie an. Gesundheit. Darko pinkelt wieder ins Glas. Ey, das steht schon 2 Meter weg von mir. Sag ich tschüss, Kalmara. Aber du hast noch nicht alle Quests fertig, oder? Nee. Ich will einfach nur einmal kurz eine Raumschlacht machen, um zu testen, ob die neue Ausrüstung was ändert. Muss es ja. Hoffe ich. So, da wird grün angezeigt. Seid still, Domat. Da draußen geht etwas vor sich. Ich versuche zuzuhören. Kommt schon, Six. Verratet mir wenigstens etwas. Was ist das für ein Agent, der mich verhören soll? Sagt mir wenigstens das, ja? Gut. Dann schweigt halt weiter. Ist mir egal, wer es ist. Ich werde nicht reden. Aus mir holt niemand was raus. Nichts. Hallo, geht's mal weiter? In Ordnung, in Ordnung. Ich bin nicht stolz, ich gebe auf. Mein Vater ist ein imperialer Agent. Was sagt ihr da? Euer Vater ist was? Alles, was ich gehört habe, war, ich bin bereit zu sterben. Oh nein. Das hier ist Sperrgebiet. Was sucht ihr hier? Wer seid ihr? Nicht wer, sondern was? Sith. Stimmt.
Ich bin ein Sith. Hey, als ob ich nicht direkt erkannt hätte, dass ihr nichts als Ärger bedeutet. Seht nach hinten, Sith. So sehen zwei Trupps der Besten der Republik aus. Ja, ja. Endlich ein Kampf, der meiner würdig ist. Kommt schon, Männer. Hier ist ein Sith, der in einem Leichensack nach Hause möchte. Ja, hallo? Hey, nein! Also nun, das sind ja... du Arsch! Ja, und jetzt bist du tot. Wie liegt denn der da? Six? Six? Sprecht mit mir, Six. Ihr seid ein erbärmlicher Klumpen Menschenfleisch. Ihr habt recht. Ich bin wertlos. Bitte. Ich weiß, warum ihr hier seid. Die Republik ermittelt gegen meinen Vater und dann kommt ein Agent, um mich auszuquetschen. Aber ich werde nicht brechen. Ich verspreche es. Lasst mich leben. Das Geheimnis meines Vaters ist bei mir sicher. Ich bin wie ein Fels. Ihr müsst glauben, ich bin schwachsinnig. Gut. Ihr seid schwachsinnig. Wenn mich das rettet, werde ich alles glauben, was ihr mir sagt. Mein Vater hat so viel für das Imperium getan. Vielleicht ist der Apfel etwas weit vom Stamm gefallen, aber er ist immer noch... Der Apfel ist noch immer... ich habe den Faden verloren. Bitte tötet mich nicht. Ich werde euch von meinen Strapazen erlösen. Aber wer wird mich von meinen Strapazen erlösen? Der Tod. Oh. Ach. Geil. Armer Irrer. Ich glaube nicht, dass wir schon jemand derart Nutzlosen begegnet sind. Nicht jeder kann so talentiert sein wie du, Vett. Ein Kompliment? Das nehme ich an. Es stinkt so furchtbar hier drin. Können wir weitergehen? Ja. Ich hatte gerade schon überlegt, ob du vergessen hast, dass du gemutet bist. Nee, das hat ein Weilchen gerade gedauert. Ich musste so einen übelsten, wie sagt man in den heutigen Kreisen, 31er killen. Den, der alles verraten hat. Und da muss natürlich Bett noch was Dummes dazu sagen. Und jetzt muss ich erst einmal gucken, warum er die... okay, das ist nur so ein Titty-Schutzteil. Okay. Irgendwas aufgesammelt? Nö. Kehre zu Leutnant Malawai Quinn zurück. Das hört sich an wie so ein Jedi. Ja, Quinn. Das ist eigentlich ja ein Jedi-Name. Würde ich jetzt sagen. Der sagt mir alle mal was. Du verwechselst das bestimmt mit Qui-Gon-Jinn. Stimmt, könnte mit Quinn. Aber der Qui-Gon wird ja anders geschrieben. Puh, oh nee, jetzt stehen hier draußen wieder. Oh, kann ich mich nicht teleportieren? Wo muss ich denn hin? Der Sohn muss schweigen dorthin. Auf gut Glück. Geronimo! Nein, die haben mich gesehen! Haut ab! Lass! Was habt
ihr jetzt davon? Ihr wolltet mich unbedingt angreifen. Ich muss dahin. Das heißt eigentlich... Oh, leck mich am Arsch, ey! Muss ich weit fahren jetzt, ey. Was? Wie? Wo? Du hast Nachrichten gekriegt. Ich höre gerade nichts. Ich hab ja. Man hat dein Handy gehört. Bzz, bzz, bzz. Ich hab hier kein Handy. Und dann hat man diesen Klingelton, Nachrichtenton gehört. Dieses. Also ich hab's gehört. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört. Ich glaube, das hört man in der Aufnahme. Toll, Aufnahme gecrashed. 50 Euro. Was? Das macht jetzt 50 Euro pro Aufnahme, die du crashen tust. Kommt darauf an, was du halt alles unter Crashen siehst. Störgeräusche, wie wenn du ins Glas pinkelst. Dann würdest du nie eine Aufnahme fertig kriegen. Das stimmt allerdings. Hier unterwegs nicht irgendwas zum Reisen? Nee, erst wieder am scheiß Korinth-Außenposten. Und hier komme ich nicht rüber, leck mich am... Leck mich! Ey, warte mal, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Quatsch. Zurück zum Medi-Center. Mal ein bisschen das Spiel verarschen hier. Was Leutnant Labeck? Da will ich gar nicht hin. Der gibt mir bestimmt irgendeine Kackmission. Konvois, die zur Droider Militärfabrik unterwegs sind, benötigen. Nee, nein. Ich mach keinen Konvoi. Nein. Der Reise. Posten ist dort. Hier kann ich Nachrichten ablesen. Gut. Star Wars, mein Rohrwerk-Flair. Hä? Das hab ich doch aber schon, das Rohrwerk-Dings. War doch jetzt nämlich das hier und das da. Ne, ich bleib bei dem Comic-Con-Teil. So. Und ich sag mal so, die Aufrüstung bringt irre viel. Ja, ich weiß. Und die wird, wie gesagt, die wirst du ja dann auch später brauchen, weil es wird nicht einfacher werden. Ganz im Gegenteil. Ich will jetzt aber nicht sagen, woher ich das weiß. Da. Zeige alle autorisierten Ziele an. Wie Grimsby. Oh, hä? Reiseroute bestätigt. Ach, ich muss ins Gebäude rein. Ah. Na, wenn das so ist. Die Macht ist eine Waffe. Ich werde euch lehren, sie zu führen. 30 Gleiternavigation. Zeigt keine Gnade. Zerstöre die Geschützestation, zerstöre dies, okay. Um ehrlich zu sein, euer Erfolg in der Satellitenkontrollstation und im Krater Außenposten der Republik hat mich ziemlich überrascht. Ich hatte euch verschwindend geringe Erfolgschancen eingeräumt.
Dabei war ich allerdings nur von den Fähigkeiten eines typischen Sith ausgegangen. Offensichtlich seid ihr aber kein typischer Sith. Ich werde meine weiteren Berechnungen an eure herausragenden Fähigkeiten anpassen. Nächstes Mal solltet ihr meine Fähigkeiten lieber überschätzen. Ich werde lieber versuchen, so akkurat wie möglich vorzugehen, wenn ihr nichts dagegen habt. Lord Varras ist zufrieden. Er sagt, es sei Zeit für unser oberstes Ziel und er erwartet von euch zu hören. Meine Kaserne gehört euch. Über den Holo-Kommunikator im Raum nebenan könnt ihr mit Lord Varras reden. Die Leitung ist sicher. Ich melde mich bei Varras, sobald ich bereit dazu bin. Wann immer es euch beliebt, macht es euch gemütlich. Ich hasse meinen Meister immer noch. Der Tod einer Legende. Benutze das Solo-Terminal im Büro. Ja, ne? Nur mit dem hässlichen Meister quatschen. Wo ist es denn? Warum ist das Solo-Terminal direkt beim Bett? Warum hat der ein Doppelstockbett hier drinne? Der Agent ist bestimmt eklig pervers veranlagt. Ich hoffe, dass du das Lächeln auf meinem Gesicht sehen kannst. Nee, du hast eine Maske auf. Du machst einen wahren Gläubigen aus mir. Schmiert mir keinen Honig ums Maul. Was nun? Bestimmt kannst du es nicht erwarten, diesen Felsen wieder zu verlassen. Jetzt, da der Computer des Satellitenkontrollturms zerstört ist und Commander Rylons Sohn neutralisiert, sind die Spuren meines Spions verwischt. Jetzt ist der einzige Grund, dass Rylon entdeckt werden könnte. Rylon selbst. Wir müssen diese Gefahr beseitigen. Endgültig. Ich werde ihn vom Angesicht dieses Planeten wischen. Begabt und bereit, das macht dich zu so einem tödlichen Wechsel. Ich habe ihn über Jahre hinweg in den Reihen der Feinde eingesetzt. Seine Anstrengungen für die Interessen des Imperiums sind ohnegleichen. Ich werde ihm auf jeden Fall danken, bevor ich ihn töte. Wie du wünschst, mein Schüler. Aber das wird nicht nötig sein. Die Jedi-Ermittlerin darf keine Beweise finden, dass Rylon zum Schweigen gebracht wurde. Es darf auf keinen Fall wie eine gezielte Exekution aussehen. Lösche alle dort aus. Sie haben alle ihr Leben verwirkt. Sorg dafür. Ich habe Lieutenant Quinn informiert. Er wird dich auf deine letzte Aufgabe vorbereiten. Euer Ziel ist die Balmoranische Waffenfabrik. Die Truppen des Widerstands haben sie kürzlich eingenommen und zu ihrem Hauptquartier gemacht. In die Waffenfabrik einzudringen wird eine monumentale Aufgabe. Ich bin ganz aufgeregt bei der Aussicht, dass ihr dort alles in Schutt und Asche legt. Wir sind vom gleichen Schlag, Lieutenant. Das macht uns zu einer unaufhaltsamen Streitmacht. In Ordnung. Das republikanische Kommando sitzt in der Waffenfabrik, der am besten geschützten Einrichtung des Planeten. Um Commander Rylon zu erreichen, müsst ihr an den Verteidigungsstellungen der Fabrik vorbei, die nicht zu unterschätzen sind. Je schwieriger, desto besser. Im Inneren sind Tausende der besten republikanischen Soldaten stationiert. Vor allem Rylons Elite-Schwadron ist verantwortlich für einige der präzisesten, unglaublichsten Siege des Widerstandes auf Balmorra. Sie ist legendär. Sie sind so gut wie tot. Die Interessen des Imperiums hier auf Balmorra werden bedeutend gestärkt, wenn sie fort sind. Eine Sache noch. Die Ermittlerin, die die Jedi geschickt haben, hat ihre Aktivitäten auf die Waffenfabrik konzentriert. Sie steht unter meiner ständigen Beobachtung. Wenn sie zum Problem wird, kontaktiere ich euch über euren Comlink. Das klingt nach einem Plan. Ich bin schon so gut wie fertig. Ich werde hier sein, um euch zu salutieren, wenn die Balmoranische Waffenfabrik in rauchenden Trümmern liegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, du bist ziemlich häufig zurzeit gemutet. Weil ich ja die Hauptquest weitermache. Und danach bin ich fertig auf dem Planeten.
Die NNM-Quest hier, Projekt 6 Fuß, die gebe ich auf. Die hat mich ja mal versucht, das ist mir zu blöd. Ja. Das war. Boah, was dann? Tod einer Legende. Danach können wir uns mal um deine Jedi-Mission kümmern. Ja, genau, dann kann ich auch zurückkommen. Ich komme eh gleich zurück. Ja, ja, ich muss erstmal hier noch schnell zu Ende führen. Ich muss mal gucken, wo der Gleiter wieder war. Hinter mir. Sundari Außenposten. Reiseroute bestätigt. Autsch. Boah, ich überlege gerade, wenn Disney. Die sind ja sowieso schon kackendreist, dass sie für alle Star Wars Sachen massig Kohle verlangen. Aber wenn die jetzt auch von The Old Republic Lego herausbringen, haben sie zwar schon gemacht, aber nicht so viel. Wenn die von jedem Planeten so die einzelnen Sachen rausbringen würden, mit diesen dreibeinigen Läufer und alles. Boah, Star Wars würde den Markt überschwemmen. Ja, aber ist halt die Frage, ob jeder das kauft. Naja, es kommt immer drauf an, wie teuer das dann ist. Also ich persönlich würde es mir natürlich nicht kaufen, weil ich habe meine Star Wars Lego Sachen hier im Schrank, die reichen mir persönlich vollkommen aus. Und ja, ich habe meine Bettwäsche, ich habe meine Puzzles und Bilder und diverses andere Zeug hier. Mehr brauche ich da nicht wirklich. Jo. Tod einer Legende und was ist das? Imperialer Bote. Hä? Was will der von mir? Weh, du gibst mir jetzt eine Quest auf. Ihr seid der Schüler von Darth Varas, nicht wahr? Der balmoranische Gouverneur schickt mich, um euch zu finden. Er erwartet eure Anwesenheit bei seiner Kriegskonferenz. Priorität Alpha. Wenn der Gouverneur mich will, muss er meinem Meister die Füße küssen. Ich habe andere Sorgen. Es handelt sich um Angelegenheiten der Sith. Versprochen. Der Rat der Sith hat einen Gesandten geschickt. Einen bedeutenden Sith-Lord, um sich persönlich über den Fortschritt der balmoranischen Besatzung zu informieren. Diese Konferenz bestimmt die nächsten Schritte der Bodenkampagne. Der Krieg wird sich hier entscheiden und der Gouverneur möchte eure fachmännische Einschätzung hören. Was wisst ihr über den Gesandten des Rats der Sith? Sith-Politik fällt nicht in mein Ressort. Ich habe gehört, dass es sich um einen Diener von Darth Maar handeln soll. Mehr weiß ich nicht. Freigabestufe schwarz erteilt. Niemand wird euch Schwierigkeiten bereiten. Aber beeilt euch. Die Konferenz beginnt jeden Moment. Ich sehe nur, wie du dich stummst. Das ist eine Quest, oder? Ja. Eine Hauptquest. Ist es, die haben wir glaube ich beide. Das ist die, wo sich diese Lord-Tante anquatscht, oder? Nein, das war so ein imperialer Bote. Genau, aber der im Auftrag von Gouverneur und da muss ich mit Darth Lachis. Hahaha, er hat einen Riss in der Lache sprechen. Muss ich da runter? Kann ich hier abkürzen? Ja, kann ich. Hui! Das ganz ohne Schaden zu bekommen, läuft bei mir. So. Nach dem Update gibt es neue, irgendwas Neues. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil es so schnell weg war. Anscheinend irgendwelche Punkte, die man sammeln kann, wenn man mit bestimmten Leuten quatscht. Mag gut sein. Mich interessiert eigentlich nur dieser kleine Mini-Begleiter. Was will denn jetzt die Wett von mir? Habt ihr jemals von Nock Brain gehört?
Den Piraten? Er hat die Unterwelt vor ein paar Jahrzehnten in Angst und Schrecken versetzt. Der das Radkartell und das Wandelhelmkartell in einem mächtigen Streich zerstörte. Der Kerl? Ja, der Kerl. Komisch, so von ihm zu denken. Nock Drain war der berühmteste Mörder der Galaxis. Aber er hat mich befreit. Ich war immer noch die Sklavin von Dreiauge, als er sich mit Nock anlegte. Vielleicht hatte er auch einfach nur etwas, das Nock wollte. Ich habe nie gefragt. Hat jemand von der Bande die Begegnung überlebt? Ihr meint jemanden, der nicht Privatbesitz war? Nein, niemand. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie Nock seine Gleiter ins Lager gekriegt hat. Sie tauchten einfach plötzlich auf. Er war hart, aber er war kein Schurke, wisst ihr? Sowas wie ein Piratenprinz. Er hat alle Sklaven befreit und ihnen gesagt, sie könnten ihm folgen oder einfach ihre eigenen Wege gehen. Um ein guter Anführer zu sein und Furcht hervorzurufen, müssen alle erkennen, dass man die Kontrolle hat. So war Nock. Kühl wie der Bauch einer Eisechse. Ich war die Kleinste in der Mannschaft und ich hatte in den Minen gelernt, mich in enge Räume zu zwängen. Nocks Mannschaft brachte mir bei, wie man stiehlt. Für eine lange Zeit hat mir das Stehlen nichts ausgemacht. Mir war so viel genommen worden. Selbst die kleinste Handlung des Nehmens gab die Kontrolle über dein Leben. Das bedeutet alles. Nun, das ist jetzt schon lange her. Gehen wir wieder an die Arbeit, ja? Bitte. Es geht gleich weiter mit dem Quatschen. Da. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, Gouverneur? Ich habe... Genau. Ihr habt euch nicht einmal eure eigenen Fehler eingestanden. Deswegen hat mir der Rat der Sith diesen Planeten übergeben. Die ist ja mal abgrundtief hässlich und alt. Bitte. Seht zu und genießt. Knack. Ich bin Darth Lakris und ich wurde damit beauftragt, Balmorra zu säubern. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Mehr Sith bringen sich ja auch mehr Ansehen, an dem es noch mangelt. Darth Lakris, es ist Zeit, dass dieser Planet die Herrscher des Imperiums kennenlernt. Wohl wahr. Ihr alle seid hier, weil ich den Gouverneur gebeten habe, sein bestes Eingreifkommando herzubestellen. Balmorra hat ein Problem. Meine Freunde im Widerstand, ich werde euch nicht lange aufhalten. Das Imperium behauptet, ihm gehöre Balmorra. Die Republik sagt, nur zu, wir sind schon weg. Aber wir wissen, dass Balmorra mit Schweiß und Tränen erobert wurde. Und meine Leute werden euch zur Seite stehen, bis es auch der Rest der Galaxis weiß. Großmarschall Cecchetta, ehemals von der republikanischen Armee. Offiziell sind er und seine Truppen abtrünnig, seit die Republik sich aus diesem Sektor zurückgezogen hat. Seitdem haben sie sich verkrochen und werden belagert. Sie helfen dem Widerstand und stärken ihre Position. Vielleicht seid ihr schon auf ihre Spähtrupps getroffen. Der Typ, der tote Typ sah aus, als ob er gerade pennt. Großmarschall Cecchetta. Was ist sein Hintergrund? Er ist ein Tier. Er wirkt, als ob er gerade mal lesen könnte. Aber er hat uns während des Kriegs 3 Sektoren abgejagt. Cecchetta und der Widerstand haben ihre Basis in der Balmoranischen Waffenfabrik. Dort befinden sich die besten Ingenieure der Republik. Angeblich sind die Generatoren der Fabrik unerschöpflich und ihre Verteidigungssysteme hochmodern. Die Barrikaden blockieren unsere Scans und der Widerstand genießt Ruhe und Frieden. Keine Festung ist unbesiegbar. Es muss eine strukturelle Schwachstelle geben oder mögliche Verräter in ihren Reihen. Wenn der Gouverneur seine Arbeit gemacht hätte, wüssten wir es.
Aber wir haben keine Zeit mehr. Jacketta handelt offiziell vielleicht auf eigene Faust, aber die Republik unterstützt ihn. Man finanziert ihm verdeckt seine Revolution und wirft heimlich Nachschub ab. Diese republikanischen Heuchler wollen die Waffenfabrik als Vorposten. Und als Balmoras neue Gouverneurin sage ich, dass wir sie einnehmen, bevor sie eine Invasion beginnen können. Ich werde die Festung unserer Feinde in Schutt und Asche legen. Das schwöre ich. Leg die Verteidigungssysteme der Fabrik lahm. Mach die Barrikaden unschädlich, die unsere Scans blockieren. Dann wird eine ganze Armee hinter euch stehen. Und wenn ihr könnt, bringt mir Beweise dafür, dass die Republik auf Balmora ihre Finger im Spiel hat. Wir werden ihre Lügen vor der ganzen Galaxis offenlegen. Ja, bis zur nächsten Folge.